Schwer zu sagen, was mich da drin erwarten wird. Sollte uns ja eigentlich erstmal egal sein. Na komm, gehen wir mal da rein. Wir können da gar nicht rein. Wo hat Merlin seine blöden Dinger aufgestellt? Rebellion. Ja, der ist ja dann zu weit weg wieder. Ach, egal. Ist mir jetzt zu blöd. Werden wir schon wann anders herausfinden. Da ist ein Niffler. Arresto Momento. Wo ist meiner? Das glaubt Professor Howell nie. Sehr schön. Den will ich auch noch. Hauptsache, wir schützen den Niffler. Alles andere ist mir egal. Jetzt ist alles gut. Und natürlich plündern wir die Niffler. Rebellion. Ich wäre dafür, dass wir immer einen Niffler mitnehmen und er für uns alle plündert. Herzlichen Glückwunsch. Zack. Ui. Ui. Das war knapp. Wir können sogar den eigenen Schuss da. Boah. Okay. Einfach alles durch die Gegend werfen. Natürlich schön viele Mega Power Tränke. Eieiei, da unten werden einige noch sein, ne? Okay, plündern erstmal dieses Lager. Haben wir offiziell dieses Lager abgeschlossen. Gehen wir hier nochmal nach unten. Ja, da unten. Hi. Expelliarmus. Gut.
bezahlen. Erinnert mich an damals, als ich in Gringotts Fass aus dem Wagen gefallen bin. Da ist der Verfärbte. Beinahe ein. Warte mal. Einen springenden Kommandanten sollen wir zu Boden schleudern. So. Kurz gefragt, wie es gemeint ist, aber dann doch verstanden. Das ist nett. Haben wir hier Duellleistung abgeschlossen. Zimtrinde. Na, da draußen warten die alle auf uns. Kommen wir denn hier raus? Ah, hier. Ja, aber ich will natürlich nochmal unsere Herausforderungen einsammeln. Hier. Aber ich glaube, mit der Kürbismaske sollten wir doch schon viel schöner aussehen, oder? Können wir noch nicht nehmen. Da können natürlich unseren Zauberstab wieder ein bisschen verschönern. Alles, was wir hier einsammeln, bringt uns nicht weiter. Schade eigentlich. Naja. Und wir zum nächsten. Arresto Moment. Wer ist denn der Attentäter von denen? Du bist der Attentäter. Klar, erkenne ich daran, dass er immer die blöden Angriffe hat. Steht an Ranrocks Händen. So. Okay, dann können wir weitergehen. Irgendwas in der Nähe? Nee, gut. So, außenrum natürlich. Vielleicht haben wir dann auch wieder den ein oder anderen Gegner auf der Strecke. Ich glaube, die sind oben. Dann sollte es kein Problem sein. Ist weniger Nachtisch. Ich hab dich neulich mit einem Troll verwechselt. Nett. Hi. Hallo. Haben Sie etwas zu verkaufen? Hallo. Ich treffe hier während des Schuljahres nicht oft auf Hogwarts-Schüler. Ich bin Priya Treadwell, zu Ihren Diensten. Ich verkaufe eine Auswahl an Reisebedarf. Sind Sie mit Nora Treadwell verwandt? Aber ja, sie ist meine Frau. Eine geniale Historikerin. Wussten Sie, dass sie Merlins Lebenswerk erforscht? Ich habe sie getroffen und sie hat mich in ihre Arbeit eingeweiht. Ich bin jetzt auch beteiligt. Oh, wie wunderbar. Dann müssen Sie auch ziemlich genial sein. Jedenfalls... Ich hoffe, dass Sie an mich denken werden, wann immer Sie einmal Reisebedarf benötigen. War sehr nett, Sie kennenzulernen.
Was verkaufen Sie hier? Dann schauen wir mal, ja? Ja, mega Powertränke nehmen wir natürlich. Sie werden nicht enttäuscht sein, das verspreche ich. Malmkrautblätter auch. Und dann verkaufen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich etwas kaufen würde. Natürlich. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Gut. Eins, zwei, drei. Und 20 natürlich. So, 11. Rebellion. Okay, Confringo brachte ihr nichts. Rebellion. Und da hinten ist die letzte. Sehr gut. Das war's. Ich sollte jetzt Madame Twiddle davon erzählen. Komm, wir sollten erstmal in die Kampfarena gehen. Sind wir mal ehrlich. Wir sollen auch wirklich wissen, was da drin ist. Welle 1. Aha, natürlich. Ja. Ah. Sehr schön. Au. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay. Au. Gut, dass wir ein paar Mega Power Tanker haben. So, Confringo. Und. Ah. Au. Okay. Ah, der eigene Fels hat ihn platt gemacht. Der Koloss weniger. Bitte. Jetzt keine zwei. Nee. Damit kann ich leben. Oh, jetzt kommen sie alle. Einfach nur noch Protego spammen. Schon ein bisschen nervig. Confringo!
So. Okay. Haben wir die nächste Leistung abgeschlossen? Boah, lass mich bitte in Ruhe. Oh Gott. Uiuiuiui. Die Sumpfkratzer tun mir am meisten weh. Na komm. Hauptsache ist vorbei. Komm. Zurückkehren. Okay, dafür sind wir noch ein bisschen zu unerfahren. Aber die wichtigsten Dinge, die haben wir schon abschließen können. Wenn sie da geblieben sind. Was war es denn jetzt nochmal? Duellleistung. Zum Beispiel. Aber das hat mein. Okay, nee. Das hat er nicht übernommen. Krass. Also müsste es, glaube ich, wirklich abschließen, um das. Damit es übernimmt. Krass. Sehr gut. Okay. Dann jetzt noch einmal. Da waren wir. Wir haben, glaube ich, 12. Das heißt, wenn wir jetzt noch mal hier hingehen. Dann könnten wir. Ich hau hier alles um. Dann könnten wir. Wie schön, Sie zu sehen. Auch endlich. Alohomora Stufe 3 lernen. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja, ich musste mehrere große Vasen zerstören. Was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat. Gut gemacht. Oh, es fehlt mir, jemanden wie Sie um mich zu haben, mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, wenn er wüsste, dass er recht hat. Sehr schön, dann haben wir ein Vasenmanöver abgeschlossen. Mal hier rein. Wir müssen natürlich, wir erwarten, bis es nachts ist. Sonst können wir ja nicht die Demigai-Statue einsammeln, wenn wir hier eine haben sollten. Türe jedenfalls. Irgendwas. Kann das sein? Eine Prüfung Merlins? Ja, wir sind jetzt unten. Da unten ist keine haben. Auffälliger Umhang. Das ist aber ein sehr komischer Keller. So. Apfel nehmen wir dann natürlich noch mit. Revelio. Du gehörst mir, Demigeist. Aha. Den nehmen wir doch gerne mit. So, dann gucken wir hier nochmal rein.
Hallöchen, ich möchte nur ihre Truhe. Ja, wo das jetzt ist, ist ja klar. Das wird ja auf der Karte auch angezeigt. Achso, näher ran. Noch näher ran. Sehr gut. Juwelenbrosche. Ah. Mir fehlt uns hier in diesem Ort noch irgendwas. Ja, die zwei weiteren Truhen. Schließen wir mal die Merlin-Prüfung ab. Also die drei hatten wir ja schon mal. Okay, und dann fehlen uns, glaube ich, noch drei weitere. Revelio. Nur wo? Irgendwo müssten die ja sein. Die Eier der Schwinderin nehmen wir natürlich mit. Arresto Momento. Die nehmen wir auch mit. Ganz ruhig. Ich tue dir nichts. Sehr gut. Zwei bräuchten wir noch. Können wir ihn mitnehmen? Oder sie? Ruhig. Ich tue dir nichts. Und ich nehme mal mit. So. Arresto Momento. Ja, machen wir direkt mal weiter. Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Da wissen wir auch schon, wie viele wir als nächstes einsammeln müssten. Ich pass auf dich auf. 30. Das glaubt Professor Howen nie. Brief eines Kobold-Anhängers. Wir müssen beim Durchsuchen dieser Dörfer gründlich vorgehen. Renrocks Leute durchsuchen schon andere Gebiete, dich an einem anderen Ort zu verlegen. Wir würden unsere Anstrengung verlangsamen. Bleib auf deinen Posten, setz die Suche fort, sei wachsam. Du wirst Informationen erhalten, wenn sich etwas ändert. Gut, wo jetzt aber die letzten drei? Punkte sind, die wir suchen, wissen wir nicht.
Ah, da. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Ach komm. Halt den Schnabel. Dann können wir nochmal hier runtergehen und nach der Truhe suchen. Rebellion. Da kommen wir rein. Das sollte nicht das Problem sein. Hier. Und da. Sehr schön. Hallöchen. Ich möchte nicht stören, ich möchte nur da durch. Sir. Ah. Madame. Ah. Können wir den Raum der Wünsche nochmal weiter gestalten. Verzeihung, Sir. Sie wollen den Narren sehen, was? Das ist Porrick Haggerty, beraubt von der eigenen Schwester. Na, sie hat fast jeden ausgeraubt. Also, wer ist der Narr? Ich bin nicht sicher, wovon Sie sprechen. Dann wissen Sie wohl als Einziger nicht, dass Catherine mit dem Dieb Victor Rookwood und seiner Bande durchgebrannt ist. Einfach abgehauen. Ich hätte nie gedacht, dass sie mich mal beklaut. Uns. Aber sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen, Schwester oder nicht. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggerty-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Warum sollte Catherine das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut, hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Sind Sie sicher, dass es Catherine war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war, nur nicht Catherine. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen Sie längst im Bett sein. Da bin ich aber nicht im Bett. Jetzt mal wirklich. Was verkaufen Sie hier? Es ist dunkel. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen. Gut, Einhornhaar. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Phönixfeder. Ich glaube, die Phönixfeder hatten wir noch nicht. Ein echter Glücksfall, dass Sie heute hier waren. Ist dem so? Schön, dass Sie vorbeigekommen sind. Ein Haufen Gold. Ich muss hier richtig sein. Der Dieb hat wohl mehr genommen, als er tragen konnte. Ja. Rebellion. Es könnte auch ein Niffler sein. So absurd es auch klingt. Bei der ganzen Goldspur hätte ich sogar wirklich gesagt, es könnte echt ein Niffler sein. Mehr Gold. Ich muss in der Nähe sein. Ich meine, das Gold, das behalten wir jetzt einfach mal. Hi!
Bursche! Protego! Ich krieg dich! Excellion! Sehr schön. Hau das auf ihn, hau das auf ihn. Deine Axt ist jetzt mein. Protego! Schwarze Magie scheint dir zu liefern. Livioso! Meinst du? Akio! Komm her. Excellium! Autsch. Ein Anhänger weniger, Renrock. Revelio. Ah, das ist für die Prüfung Merlins. Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Protego! Das tut man nicht so, als wäre sie irgendwie wichtig. Confringo. Eins. Zwei. Drei. Vier. Revelio. Und fünf. Merlins Prüfungen kriegen mich nicht klein. Ja. Gut. Revelio. Sag's euch, es wird ein Niffler sein. Warum sollte denn sonst immer so viel Gold hier liegen? Da geht's weiter. Das sollte ich untersuchen. Revelio. Für die Spur jetzt runter. Was haben wir hier? Komm, trink! Impulse! Arresto Momentum! Es wird mit denen was auf sich haben. Vielleicht auch sogar mit dem hier.